Meine Videos wird ihr aus der Sicht von Ash sehen und deine aus der Sicht von Twitch. Wollt ihr auch was davon? Also ich werde auch. Oh. Hätte mich früher killen können. Sorry. Nein, 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 nein. Boah, ist der hart. Ja, es tut uns leid, wenn wir halt, wenn wir noch nicht so gut sind, aber wie gesagt, erstes Let's Play, erster Part, da ist es, glaube ich, immer so ein bisschen schwer. Aber nur ein bisschen. Ja. Wenn euch irgendwas auffällt, bitte kommentieren, bewerten. Wir können uns verbessern. Einverstanden. Gut. Also, ich möchte ja eine kleine Anmerkung machen an Let's Player, den ich sehr gut finde von LOL, das ist der Flusher. Den finde ich einfach nur gut. Einverstanden. Und die, bei Swain sieht ja jetzt, und bei, also bei Swain sieht ihr, dass er jetzt so Zeichen um seinen Körper hat. Also, das ist ein spezieller Buff. Wir müssen schnell Verbesserung, weiter. Steigerung. Ja, wenn man. Das war jetzt wenn man den Drachen tötet, der befindet sich da. Ja. Dann kriegt man ja was. Aber also was soll man sagen, wenn jemand also wenn ein gegnerischer Champion einen, also uns angreift, dann greift der Tower den automatisch an. Weil dann interessiert er sich nicht mehr für die Minions. Wir müssen und schnell irgendwie weiter. Ist Lukas weg. Jetzt aber schnell. Ja. Warst du gerade ja weg? Warst was? Du weg? Ich hab dich nicht mehr. Nein. Oh. Wahrscheinlich ein Skyblock. Ja. Jetzt haben wir auch Amumu. Also so gesagt unser Tank hier. Ich und unser Twitch spielen hier beides Damage Dealer oder Carries, wie sie hier heißen. Da habe ich beide gekillt. Ja. Dank Amumu Hilfe. Und durch Twitch. Und meiner. Durch sein Gift. Ah, ich sehe das hier nochmal ganz deutlich. Hier. Diese Zeichen. Der hat jetzt einen roten und einen grünen Buff. Der grüne sorgt dafür, dass er zusätzlich Cooldown Reduction bekommt, also damit diese Skins hier schneller da sind. Und damit der rote ist dafür, dass er zusätzlichen ja, Schaden macht. Das ist so ein Kreis, wo der raus kann. Und den halt dann das dann. Gegnerische Doppeltötung. Vom Turmtänzer tropfen. Terminiert. Weißt du, was ich für ein Hammel bin? Ich habe mir noch einen zusätzlichen Leuchte gekauft. Ah ja, übrigens hier noch. Das sind die Werte. Hier ist der Angriffsschaden, wie viel Angriffsschaden ja man macht. Ich habe jetzt hier im Moment 163, nicht das Beste, weil ich noch dabei bin, meine Runenseiten aufzubauen. Das ist Fähigkeitsstärke, das braucht, wenn man einmal Magier spielt. Da habe ich nur zwei, das brauche ich aber eben nicht. Das ist das Angriffstempo, wie viel man in der Sekunde angreift halt. Das ist das Lauftempo. Das ist Rüstung, wie viel Rüstung man eben hat. Und Magieresistenz. Das ist halt auch gut gegen Swain und so. Also es gibt verschiedene Rollen in dem Spiel. Zum Beispiel ist Amumu unser Tank, der muss halt die ganze Scheiße ins Gesicht kriegen. Ach, die hat ein Orakel. Guck dir das mal an. Das ist die fies. Die hat sich ein Orakel gekauft. Nice, nice, Doppeltöte. Danke. Aber irgendwie werde ich gerade hier nur gefokust. Boah, guckt euch Amu an. Hat der ein Glück. Der Twitch greift jetzt den Tower an.
und sollte lieber weggehen. Ja, weil jetzt auch wieder meine ganzen Minions tot sind, also die kleinen Tiere, Menschen, was auch immer. Ja. Und ja, wenn die tot sind, dann greift halt der Turm dich an und das ist halt nicht so gut. Ja. Was gibt's zu erzählen? Wollt ihr auch was davon? Ja. Wie gesagt, es werden auch Wünsche von mir aufgenommen, ganz klar, das ist logisch. Wenn ihr Wünsche für Let's Plays oder irgendwas anderes habt, dann werden die ganz klar aufgenommen. Wie zum Beispiel, wenn ihr wollt, dass ich, oh Scheiße. Wenn ihr Scheiße wollt. Nein, also wenn ihr zum Beispiel wollt, dass ich irgendwie League of Legends Let's Play oder so. Nein. Ich weiß nicht, was soll ich sagen? Wenn ihr wollt, dass ich irgendetwas Let's Playe, dann fragt es einfach. Oh, ich muss hier immer sterben, das ist auch so. Ich bin ein bisschen beschissen. Bist halt du, ne? Danke. Willst du mich hier schlecht machen? Nee, ich will nicht dich nicht schlecht machen. Alter, was? Nein! Aber nee! Die haben hier ein Wort! Die haben locker hier ein Wort. Oh nee. Kauf dir doch ein Orakel. Dann kann sie ihre Wards zerstören. Die hat... Ah, stimmt. Naja, das ist mir nicht wert. Oder doch, ich kaufe mir ein Orakel. Ja, das ist... Also ja, Elixier des Orakels, das sorgt dafür, dass man unsichtbare Einheiten wie mich jetzt aufdecken kann, damit man die sieht. Jetzt zeige ich euch gleich mal, wie man die benutzt. Wir müssen schnell weiter. Ah, das ist jetzt nicht so gut. Hoffentlich, ich denke, dass wir das verlieren. Aber das macht ja nichts. Verbesserung. Ja, das ist nicht so wichtig. Ey. Also hier, das benutzt man, wenn man da drauf klickt. Oh Gott, ja, das war jetzt nicht allzu gut. Er hat sich ein Orakel gesagt und fast verloren. Ja, also ja, das sind halt auch verschiedene Dinge. Die, wenn man stirbt, gehen die wieder weg. Wie das Orakel eben. Und ich denke, dass wir das jetzt verlieren. Es hat Spaß gemacht. Vor allem mit so einem klasse Together-Partner zu spielen. Ja. Es werden weitere Videos folgen. Ich freue mich schon. Ihr könnt, seht ja vielleicht hier den, diesen Tower. Also wenn die da reinrennen, sind die eigentlich sofort tot. Ja, er macht extrem viel Schaden. Ey, das gibt's doch nicht. Wie viele aussehen. Oha, das ist ein stark. Also, wir werden verlieren. Ja, so wie es aussieht. Oder vielleicht erleben wir hier noch ein Wunder. Ja, durch einen heldenhaften Push. Jetzt fragen sie uns auch, ob wir es verändern wollen. Hm, never. Klar, nein. Ja, also, ja, hier, jetzt sieht man es auch wieder. Super Vasallen, die sind sehr groß, machen sehr viel Schaden und halten sehr viel auf. Jetzt ist das Game wahrscheinlich auch gleich zu Ende. 48 Schaden. Wer macht wohl mehr? Hm. Oder vielleicht können wir es noch ausdehnen, vielleicht können wir es noch raus. Wow, viel Schaden. Ich bin gerade im Turm gestorben. Ja, jetzt werden sie wieder sterben. Ah, schön noch gekillt. Danke. Das gegnerische Team hat mit 2:1 gegen eine Aufgabe gestimmt. Wollten die jetzt aufgeben? Ja. Wie unnötig? Wieso? Ah, was soll das? Ja, ein Kill für mich. Ah, jetzt habt ihr es auch wieder gesehen, wenn die da reinlaufen, sind die schade, so gut wie sofort tot. Aufgenommen. Weil dieser Spalt, der hier rauskommt, der macht einfach so brutal Damage. Also, das Video hier von dem Lukas werde ich auch in die Videobeschreibung reingehen. Nein. Nice. Haha. Danke. Ich war mal wieder so ein What the fuck Moment. Ja.
Alter! Oh. Ja. Bist du aber ein Glückspilz, Junge? Ja. Glückspilz, das nimmt man Lebensraum. Ja, ach echt. Wir müssen schnell weiter. Die ziehen es aber wieder lang. Naja, ich hoffe, das war Gewinn. Ich gewinne halt nicht. Ah, hier, ich habe einen Red Buff von einem Gegner, von Lux. Jetzt seht ihr, was das macht. Dann kommen die, um die Gegner kommen so Flammen. Das macht halt Schaden. Soll nicht lieber einer dessen? Schaden. Wir müssen schnell weiter. Nö, wir brauchen jetzt einen Team-Push. Wenn schon Lux tot ist. Ja, hast auch wieder recht. Aber Nocturne lebt, das ist auch nicht so toll. Ja, und Swain auch, das ist auch nicht so toll. Wir gewinnen es vielleicht, wir gewinnen es vielleicht. Das ist Lux und Swain. Oh Gott, das macht so derbe Damage. Amumu, Amumu. Nein! Denn du überlebst es! Ja! Ah, ich habe überlebt. Warst du zum Glück. Dank meiner Unsichtbarkeit. Da ist noch Turm! Also, echt passiver ist, dass sie sich... dass die kritische Chance alle 3 Sekunden 15% steigt. Aber, wenn wir jetzt verloren haben... wir werden jetzt einfach zum Nexus rennen. Nee, nicht wenn ich da bin. Twitch ist der Superheld. Ja! Twitch, also das Superheld. Ist, da kann man nichts mehr sehen. Und die ah, nee! Ja, jetzt werden wir es auch verloren haben. Gestorben. Also. Ich freue mich auf viele weitere Parts von League of Legends, unter anderem auch von anderen Spielen. Und das war's dann. Okay. Ja. Das erste Spiel. Ja, die ersten zwei Parts. Ja, erstes Spiel. Vorübergebracht. Also, bis irgendwann. Also dann. Ja, also den Kanal meines Together-Partners werde ich auch auf jeden Fall in die Videobeschreibung packen. Und das war's dann auch. Ciao Leute!